So. Und damit herzlich willkommen an alle Leute, die bei Twitch gerade zuschauen und an alle Leute, die bei YouTube mit da zuschauen. Und das Ganze ist im Stream erspielt. Und ja, ich kenne leider nicht die Serie. Aber wird hoffentlich kein Hindernis sein. Starten wir mal. Ich habe auch nur einmal kurz reingeschaut, als ich das Infovideo aufgenommen habe dazu, zu dem. Sollte ich für alle Leute auf YouTube auf Kommentare eingehen, also die gerade in Twitch gepostet werden, bitte nicht wundern. Weil ja, wie gerade auch auf Twitch das Ganze. So, starten wir mal. Ja, wir müssen als erstes zu der Bank gehen. Die Bank. Da. Auto ist leider sehr leise. Von mir war auch schon ein Bericht. Danke, oder? Genau. Vielleicht kann man die Musik ein bisschen lauter stellen, Freunde. Sehr leise. So ist es auch. Angenehm, hoffe ich mal. Bim, bim, bim. Da. Sehr gut. Das schon mal. Machen wir mal Map. Haben wir das denn jetzt hier hinten? Das heißt, wir drehen wieder rum. Dort im Gebiet. Oder was sagt das? Moment. Erstmal zum Warehouse. Und ein Pen. Pump. Aha. Bucket. Alles klar. Kann das Spiel auch auf Deutsch stellen? War so schlecht. Stimmt. Danke, Chat. Danke dafür. Englisch wäre jetzt auch kein Ding gewesen, aber ist, denke ich mal, deutlich angenehm. Ich auf Deutsch. Haben. Dann bleiben wir stehen. Also. Bimbe. Was gibt's hier denn alles Schönes? Natürlich nochmal, wie die Dinger jetzt auf Deutsch heißen. Das wird die Waschrunde. Das. Das hier denke ich. Glaube ich, zwei Stück. Und einmal hier. Okay, danke schön für die Info. Es wurde gerade gesagt, nicht alle Dinge sind übersetzt. Passen. Habe ich irgendwas vergessen? Haben wir zwei? Das haben wir. Hammer. Wo ist Waschmatten brauche ich noch. Habe ich nicht noch so ein anderes? Genau das Ding.
Geht doch bestimmt, oder? Ja. Waschmatten. Hat er jetzt Tipp gegeben. Okay, ich hab die schon. Dann passt es dann. Dann passt es. Den Bottich brauche ich noch, den habe ich auch hier drin. Den Eimer meint ihr doch, genau. Eimer meint der. Ja. Machen wir mal los. Wie gesagt, ich spiele das auch gerade zum ersten Mal. Mal reingeguckt. Was ist das? In. ja. Waschrinne, eine Leitplanke als Waschrinne würde natürlich auch gehen. Könnte aber bestimmt ummodellieren. Entschuldigung, wenn es hier immer lädt. Kann ich nichts für. Mal auf YouTube schnipple ich das Ganze noch ein bisschen perfekter zusammen. Das zum Beispiel fällt. Maximal verwirrt. Bitte zu weit. Fast aus. Ja, der Weg passt. Na, schau. Ja, Freunde, wie gesagt, YouTube erscheint ja die Folge auch etwas früher. Giveaway im Stream. Freitag. Ich denke mal, ich kann jetzt Freitag mittlerweile mal festmachen. Freitag um 19 Uhr beginnt der Stream. Auf jeden Fall mit dabei sein. Und bis nächste Woche Montag läuft das Ganze auf YouTube. Da könnt ihr einen Gold Rush Key gewinnen. Ihr Bescheid wisst. Ja, ansonsten, Streamchat, versucht bitte nicht ganz so hart zu spoilern, wenn möglich. Wenn ich hier Fehler machen sollte oder so, entschuldigt dafür. Das Ganze auch genießt. Keine Ahnung, hab ich hier. So. Doch auf dem Feld, oder? Guck mal, was es sagt. Ups. Das mein. Fangen wir doch gleich mal hier. Da. Bring das Zeug mal raus hier.
Macht das Sinn? Ich glaube nicht, oder Stream Chat? Ganz so blöd, das Ding da drauf zu machen. In der Anleitung steht auch. So. D. Zurück. Habe ich hier eine vergessen? Das sieht so lang aus, das Ding. Ah, okay. Okay. Nochmal Kommando zurück. Nehmen wieder alles mit. Gibt's eine Stelle für? Ja. Antidot. Feld. Okay, suchen wir mal die Stelle. Die dann wo dort hinten? Da ist ja das Claim zu Ende. Okay, wir laufen mal. Oder machen wir noch schnell aus. Mit. Feuer. Hinten? Sieht da hinten? Entschuldigt für meine Inkompetenz, aber. Ja. Kommt das. Was? Cool. Okay. Richtig. Und nehmen wir mal hier irgendwas mit hoch. Das sieht doch aus wie so eine Fuhr. Wird zu Ende. Hinten ist Wasser. Gucken jetzt hier nochmal. Ich bin auf meinem kleinen. So. Oh, nie richtig. Ich will jetzt mal nachdenken, bevor ich hier irgendwas mache. Uns hier erstmal schnell um. So schönes machen können. Ah, hier am Wasser sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Alles klar. Dann da nochmal hin. Kannst du nochmal am Wasser auf. Ich sehe schon die ersten 5 Folgen, allein wie ich das Ding hier aufbauen möchte. Das läuft. So, fahren wir mal hier zum Wasser. Hier ist dumm, da links. Also die Stelle. Ich habe mir übrigens eingekauft, wo die Spiegel kaputt sind. Kam mir besser vor. Da. Jetzt aber. Da hin. Nein. Dahin.
Ist übrigens die Musiklautstärke okay oder soll ich noch ein bisschen lauter machen? Dahin. Och. Dann lass mal erstmal. Nice. Der bleibt erstmal kurz da stehen. Musik, die im Hintergrund läuft. Ich glaube, die ist leise. Haben wir noch zwei Kabel über. Was sagt denn die Konstruktion? Hm? Das Ding haben wir jetzt gebaut, oder? Ja, das ist ja jetzt hier. Wir haben erst. Habe ich schon echt einen Teil vergessen? Teil B habe ich ja, Teil A habe ich. Aber Teil C, was ins Wasser geht. War hier doch gar nicht mit aufgezeichnet, oder? Aha. Ich dachte, habe ich zweimal das. War mal so ein Teil. Ja, irgendwas damit machen. Ah ja. So, jetzt haben wir das. Machen wir mal kurz hier. Mal den Eimer zur Sicherheit mit und jetzt müssen wir bestimmt da drüben haben gehen. Ich merke schon, 1000 Folgen, die ich herausgefunden habe, ist, wie man hier gräbt und so. Für das Spiel. Ja, Mensch. Ach so. Ah, das erklärt natürlich einiges. Okay. Dann war ich doch gar nicht so dumm. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wo meine Tools sind. Natürlich hier sind. So. Schon voll, okay. Kann man auch graben, okay. Ja, muss man erstmal wissen. Ich hatte ein Let's Play davon gesehen. Beim Sascha. Aber da war er schon etwas weiter. Also den habe ich gar nicht gesehen. Stellen wir den da mal wieder hin. Geht da noch ein bisschen was rein, oder? Nein! Oh shit. Kaputt gemacht. Geht das nochmal? Da. Kann ich direkt so reinschaufeln? Da kann ich auch direkt reinschaufeln, scheiße. Natürlich früher wissen. Ich kann das Gold schon förmlich spüren, Freunde. Da ein gutes Gefühl bei. Bevor jetzt gleich der Eimer voll ist und nicht mehr wegpacken kann. Mach ich den mal lieber leer, falls ich hier Wasser oder so brauche.
Schon voll, okay. Warte mal. Wurzel. Okay. Was habe ich da vergessen? Ja, da kommt dann da hinten das Gold raus. Dann bleibt dann nur das Gold über. Na gut, probieren wir's. Wir gehen über studieren. Vorstellen, dass nur der Dreck rausgespielt wird. Nein. Oh nein, ich bin ein Idiot, weil ich das Ding wieder angehoben habe. Das weggespült. Ich glaube, weil ich es angehoben habe, ist das Gold jetzt weg. Na ja, toll. Gut. Ich bin von vorne. Ich probiere aber erstmal was. So, nehmen wir das mal. Wenn wirklich so funktioniert. Frage ich mich bloß, kommt da weiter? Bleibt dann hier Gold über oder so, geht das dann da rein quasi? Bleibt da drinnen oder wie läuft das? Ah ja, ich verstehe, okay. Ja, war so. Geht es da runter, genau. Prozent. Ja, immer. Ich sehe hier ab und zu Gold mit durchfließen. Da schimmert ja immer mal kurz sowas golden. Bleibt ja hier nichts über, oder? Bleibt das da in den Rinnen vielleicht hängen? Okay, völlig egal. Mir wurde gesagt, das ist richtig so, wie man es macht. Ich mache. Deswegen, wir schaufeln hier einfach mal weiter.
Ah, okay, das ist eine coole Info. Schauen wir uns auf jeden Fall mal gleich so ein Video an. Erstens, weil mich das mal interessiert, wie das Ding aussieht. Zweitens. Ja. Eigentlich nur, weil es mich interessiert. Und vielleicht, weil es euch auch interessiert, solche Videos aussehen. Aber ich finde es schon mal vorteilhaft, dass ich auf jeden Fall hier Leute mit dabei habe, die wissen, worum es geht. So, gucken wir uns mal DickTube an. Sauber. Ah, hier. Das ist ja, glaube ich, schon ein Schritt weiter. Das haben wir ja gar nicht, das Aschendorf. Wir haben das hier. Ja, und das machen wir ja eigentlich richtig. Ja, berichtet. Ja, die haben zum Beispiel auch schon Riesen dabei. Okay. Wird schon funktionieren. So, noch eine Schaufel und dann. Danke dir, Benny. Ein Lachsen, schönen guten Tag. Bist du heute auch, Abend auch am Stream, Benny? Egal, Kohn. Danke für den Follow. Da. Ich jetzt mal. Keine Ahnung. Der Sound kam gerade, deswegen. Keine Ahnung. Können wir uns denn hier runterbauen? Dann habe ich gleich mal. Oh. Wasser verschüttet wieder. Toll. Habe ich gleich mal eine gute Frage an euch Stream-Chat. Soll ich das Projekt dann zukünftig auf Twitch weiter fortsetzen und auf YouTube hochladen? Oder auf YouTube aufnehmen? Und auf YouTube dann nur veröffentlichen? Möchtet ihr das gerne haben?
So, dreimal, dann sollte das passen. Mich besser und einfacher ist. Also mir ist es ja relativ egal, Freunde. Weil nehmen die Datei dann hier aus, die auf Twitch aufgenommen wurde, lad die, also schneide die und lad die dann einfach auf YouTube hoch. Ist für mich entspannter, weil die Dateien ja relativ klein sind und ich noch ein bisschen Interaktion mit euch habe. Deswegen ist eigentlich Twitch entspannter zu streamen und wird da einfach nur noch hochgeladen. Außer natürlich, ich möchte das YouTube Exclusive haben. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, glaube ich besser. Ja, wie gesagt, nicht vergessen, YouTube und Twitch. Gibt es ein Gewinnspiel zu Gold Rush? Ewigkeit, bis es einmal voll ist. Prozent. Wenn ich fertig bin, habe ich ja hier alles leer gebuddelt schon. Will ich als Millionär nach Hause gehen? Nein, das ist auch nicht schlecht. Also danach heißt es weiter buddeln. Mit Schaufel und ja, Gedöns. Arbeiten wir durch die Nacht hindurch oder machen wir Pause und schnell zum Camper? Sein, wir gehen zum Camper dann, wenn es dämmert. Also einmal machen wir hier noch, dann kurz zum Camper, mal kurz ausruhen. Weil nach der vielen Buttelei ist, glaube ich, auch angenehmer, dass ich mal ausruhen kann, ja. Dann ist der nächste Morgen, wir sind immer noch pleite. Deswegen passt das schon. Außerdem nicht, dass ich hier in der Nacht angegriffen werde von... Ah. Mein Eimer her. Von bösen Werwölfen oder sowas. Ja, machen wir mal hier alles stehen. Ich hoffe, hier klaut niemand. Setzen wir uns ans Lagerfeuer, genießen den Sonnenuntergang. Ja. Kein Spaß. Wir gehen schnell zum Bungalow.
Sieht doch gut aus. Haben denn viele von euch eigentlich schon das Spiel? Oder eher wenige? Hundertvierzig Stunden drinne. Ach du Scheiße. Jetzt werde ich gerade angerufen. Einen Moment. Kurz mute, Streamchat. So. Streamchat, ich muss gerade mal in Erfahrung bringen, ob wir noch Kartoffeln und so weiter da haben. Ei und Spinat und so. Da mache ich nachher einen Kartoffeln-Spinat-Ei. Was Leckeres zum Abendbrot. Deswegen wird der Stream auch nur bis 19 Uhr ungefähr gehen. Aber wenn ihr sowieso sagt, ja, möchten das Ding auf Twitch sehen, auch auf YouTube, werde ich ja öfters sowieso diese das Spiel. Ein bisschen geschummelt. Ja, die Entwickler haben ja auch gleich noch einen Code dazu gegeben, womit ich hier alles euch zeigen könnte. Möchte. Aber möchte ich ja nicht. Ich möchte ja das Ganze auch erleben und so weiter. Ich möchte nicht nur zeigen, ja, die Geräte gibt es insgesamt. Das kann ich vielleicht irgendwann mal machen. Wenn ich einen neuen Spielstand zum Beispiel mache, könnte man das auch machen. Aber jetzt möchte ich erstmal normal spielen und alles erleben, was es hier so Schönes gibt. Ich will mich ja auch nicht selbst zu hart spoilern, wenn ich es bitte. Nee, nicht wie eine Presseversion, sondern die haben mir direkt dazu geschickt halt. Also wie gesagt, die Keys sind gesponsert. Auch die, die ich verlose. Und auf dem, den ich hier gerade spiele. Haben mir einen Code direkt dazu gesendet, womit ich halt mir Geld geben könnte. Damit alles kaufen könnte. Mache ich ja aber nicht, weil, wie gesagt, bei erleben. Ich denke mal, es geht hier bestimmt auch schneller, wenn wir dann irgendwann eine Waschschüssel und sowas haben. Solche Sachen. Wird es irgendwann irgendwann komplett, heißt hier, komplett automatisiert ist. Jetzt habe ich es aber. Ja, richtig, die kommen. Ja, die kommen von direkt von den Entwicklern und sind ja auch freigegeben. Sachen, also. Ich habe genau dieselbe Version wie jeder andere. Schaufel hier genau wie jeder andere. Oh, was? Die Hälfte haben wir gleich geschafft. Los. Heute ist noch Mittwoch, wenn ich recht entsinne, oder? Eigentlich war ja mal der Plan, dass ich mal einen Tag hier Kopf, einen Tag Medic, einen Tag Rack mache. Vielleicht kann man das ja sogar mit diesem Projekt dann hier verbinden. Man sagt, hey, man macht hier immer 2 Stunden das, 2 Stunden das. Was hättet ihr denn davon?
Button brauche ich nicht voll machen. Okay. Jetzt haben wir so, wenn ich 60% erreiche, dann gucken wir da mal. Und da rauskriegen. Sagen wir so, nachdem wir hier fertig sind mit der Bulletour, einmal noch alles durchlaufen lassen haben. Gucken wir mal. Da. Tipp habe ich auch noch bekommen. Zeug auf jeden Fall schmelzen. Ich weiß nicht, ob das für den Anfang so viel Sinn macht, ob jetzt mit so einer Tour. So, ob das dann wirklich gemeint ist, wenn man etwas mehr hat. Ist ja leider nicht, wie man hier rauskriegt so. Jetzt ist die Frage, ich gucke lieber mal zur Sicherheit nach. Baut man jetzt einfach das Ding ab? Jo. Baut jetzt einfach die Matten ab und kriegt dadurch das Geld? Ich denke mal ja. Senfgurke, danke für den Follow. Wie war's? Gut gemacht. Seh schon, das Gold ist hier drin jetzt gefangen. Kriegen wir das Gold aus den Matten in Gold umgewandelt. Vielleicht müssen wir die mitnehmen. Nehmen sie mal mit. Dann muss ich die jetzt... Ah! Kurz hier Watterrausch. Irgendwo hinkippen. Ja, machen wir da Durchlauf. Sorge mal. Also doch, Wasser rein. War das dumm? Habe ich jetzt hier kein Gold mehr drin? War das dumm? Streamchat? Fuck. Dann nehme ich auch nichts. Ich würde das Ding auch nicht umkippen, nicht das. Ja. Jetzt die zweite Matte draufgepackt? Ja. So, mit dem ausgewaschenen Zeug. Guck mal, was sagt denn hier das Ding hier? Ganz in der Bucket. Hab ich da noch gar nicht. Bucket habe ich doch noch gar nicht. Schon da geschafft. Warte. Ja, genau. Wolltenschnitt.
Brauche ich jetzt erst noch einen neuen Tisch? Oder nehme ich den jetzt mit hier quasi? Das nicht umkippt. Ich glaube, einen Waschding gibt es ja hier nicht. So eine Waschschüssel oder was hat man hier? Hier so. Gucken wir mal. Boah. Ja, alle. Der sucht, der findet, richtig. Wer drauf tritt, der verschwindet. Wir fahren mal zum Schmied. Oder nehmen Magnetit? Vielleicht da mal hin. Schmied oder Magnetit? Beim Magnetit. Oh, danke, die habe ich gesucht. Die ist echt. Da. Hier drüben irgendwo sein. Richtig. Probieren jetzt einfach mal was Dummes. Das klappt 100 Pro nicht. Aber. Okay. Der hat schon mal nichts damit zu tun. Der bringt mir hier anscheinend nichts. Fahren wir weiter. Ah, frei, sehr schön. Ich frage, mein Auto ist ja auch metallisch, ne? Was ist, wenn ich da drauf fahre? Ja, ich hätte mal die Augen offen. Fahren wir zum. Die hört sich nach einem vernünftigen Ding an, wo man mal hin kann. Ding. Hammer's. Machen erst das mal auf. Ja. Erstmal noch.
Ah, hier. Und mal auch wieder aufklappen. Factory. Und sowas? Okay, das haben wir ja noch nicht. Und das haben wir auch noch nicht. Heißt, so wie es aussieht, bringt die uns noch nichts. Okay, von dem, wir machen jetzt eins. Wir fahren jetzt erstmal zur. Fahren jetzt erstmal zu. Oh, zum Schmied. Ich finde innen doch ein bisschen schöner. Steht das erste? Geht's doch hier, Geizer. Was? Einigen. Ja. Gut, aber das sagt mir ja nicht jetzt, was ich damit machen soll. Also quasi. Warte ich jetzt. Genau. Habe ich. Aber ich habe ja auch keine Pfanne hier. Also das Ding hier habe ich doch nicht, oder? Die Frage, wo kriege ich das her? Wahrscheinlich vom Warehouse dort. Gehe ich mal stark von aus. Warehouse. Hallo, ich brauche mal so eine Schüssel. Ja. Taschen. Was auf dem Lager? Ja. Warte doch mal. Achso, ich muss ja noch bezahlen. Jetzt darf ich aber wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal zurückfahren, weil ich brauche in dem Ding auch noch Wasser. Für Wasser ja wahrscheinlich wenig Erfolg. Oder ist ja was. Ja. Was, Freunde? Was? Da. Ja. Nur Sinn so, oder? Okay, wir gehen doch mal über zum Wasser. Vermutlich fehlt das Wasser. Aber da hätte ich mir gleich mal klugerweise, wenn ich mal einmal hier bin, noch einen Eimer mitnehmen können, weil jetzt ist ja das eine Zeug da voll mit dem Gold. Das andere Zeug. Irgendwo muss ja das Wasser herkommen. Außer natürlich, ich kann das da reinditschen, so. Weiß ich. Aber wir gehen mal lieber kein Risiko ein.
Bleib stehen. Sicher nehmen wir mal noch einen Eimer mit. Also Weg nochmal fahren darf. Ah. Ja, mal sehen. Zurück. Sprit, Hälfte noch drinne, perfekt. Ansonsten wird er geschoben, der Wagen. Kennen wir auch nichts. Cool, wo das sollte ich auch endlich mal machen. Speichern. Ja, eigentlich. Eigentlich für mich armen kleinen Goldgräber, ne? Auf geht's zurück. Okay. Nein. Nein, nein, komm her. Komm mal. Bremse. Da. Wir nehmen jetzt mal die Schale. Probieren wir mal, ob man das direkt so mit Wasser. Deswegen holen wir mal jetzt. Nichts drin. Also ein bisschen Wasser. Stimmt, mit der 5 geht er. Okay, war eine dumme Idee. Ich anscheinend. Okay, damit wieder rein. Und nochmal ins Journal. Ja, aber ich kann ja nicht einfach das Ding nehmen. Die so ein bisschen wackeln, oder? Geht ja nicht. Ich brauche ja irgendwie hier Wasser, so. Wasser, nimm Wasser. Mache ich hier falsch? Ups. Hä? Vorne. Soll ja das Ding hier irgendwie. Tunnel ist abgebildet. Start Panning. So, wie mache ich das? Muss ich ja hier. Den Tastenkombi, oder? Bist du dir denn mal.
Jo. Okay, I know what you mean. Wasser voll. Also mal ein bisschen lenken lassen. Gute Idee, alles klar. Ist nur die falsche. Okay, die Schale ist ausfischen. Ich hatte ja noch was mit dem Zelt zu tun. So, das macht ein bisschen Wasser weg so. Wow, ich habe mir eine gekauft. So ein Ding. Okay. Jetzt wird ein bisschen was klarer. Können die ja mal. Oh, fuck. Nein, das war nicht so klug. Ja. Wir müssen erstmal ein bisschen Wasser reinmachen. Eimer! Der leere Eimer, oder? Okay, so geht's natürlich auch. Nein. Wussten, we got a problem. Die Scheiße sitzt sich komplett auf dem Boden. Ja, ist mir klar, dass so ein Wasser rein muss. Ja, das war ja auch der Plan. Dass sie gleich mal. Nehmen wir wieder mit, weil die ist jetzt leer. Probieren wir das Ganze nochmal. Was ist denn das da für ein Key? Die Steuerung. Ich denke mal, irgendwann muss ich ja hier auch was raus. Mit wer ist die Kanne kippen? Ah, lol, okay.
Ja, Freunde, also Sascha ist der Simulator-Profi. Ich kenne mich hier mit allgemein mit Simulatoren. Ich der absolute Obernoob. Z funktioniert nicht. Ich hab Z probiert zu drücken, passiert einfach nichts. Ich eben noch mehr Gold. Ja, jetzt funktioniert nämlich auch. Ah, okay. Nee, hat eben nicht funktioniert. Glaube, hier ist nichts mehr drin, ja. Damit. Dann fast schon wieder leer, okay. Ja, also das war echt eine große Hilfe. Das hat bei mir nicht funktioniert. Jetzt seht ihr es hier unten auch schon wieder. Einfach keine Taste angegeben wird. Mach aber mal das Ganze mit dem Fuß. Ja. Mehr. Ein Goldener. Ja. Ja. Schön. Geht er wenig. Da war's er. Sehr meine Maus weggerutscht. Okay, das war's dann auch mit dem Gold. Scheiße. Aus Versehen meine Maus nach rechts gehauen. Aber da ist, glaube ich, nichts mehr. Ne. Damit. Ein letzter Durchgang. Bin ja schon vereinfühlt. Nochmal ab. So, fischen wir nochmal raus hier. Also langsam wird's doch, Freunde.
Also, dass wir absolut viel haben, aber wenn man weiß mittlerweile wie. Hier scheint aber auch nichts mehr dabei zu sein. Ah, einmal hier ein bisschen mehr. Hier so. Damit. Ding ist leer, oder? Ja. Scheiße. Dann geht's ja fast wieder ans Graben, aber. Ich möchte hier drin eigentlich waschen. Ich gerade hier stehe. Ich denke mal, mit so wenig brauche ich ja noch nicht irgendwie anfangen, laufen gehen, oder? Meint ihr? Lohnt sich? Nee, ne? Ja. Einfach dumm, dass ich die eine weggekippt habe. Mach erstmal das Loch da leer. Das ist doch schweineviel. Das gesamte Ding. Ist schon, da wird ein 24er draus. Ich sag's euch, das wird noch ein Spaß mit mir hier, Gold Rush. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht, ja? Jetzt könnt ihr auch verraten, so. Was am Anfang? Ja, Steph. Vielleicht auch nicht. Vielleicht buddel ich noch bis morgen und immer noch pleite, weil ich die Hälfte wegkippe, aus Versehen. Oder den Eimer umwerfe und solche Sachen. Ich habe schon Pläne, also die FFG 6.0 wird schwierig. Ja, weil ich bin ja ab sofort nur noch Goldgräber.
Machen wir uns nichts vor, ja, verdienen wir auch mehr. Aber ich vergessen habe dazu zu sagen, Self, professioneller Gold. Ey, das wäre eine gute Idee gewesen, hätte die funktioniert. Mittlerweile geht es so zügig voran hier. Kann man ja gar nichts dagegen sagen eigentlich. Ist halt, ich bin halt auch in Simulationen nicht der Beste oder in Ewigkeiten dasselbe machen. Muss mir auch einfach mal gesagt haben. Bei mir ist ja eher so Action normalerweise. Ich gehe zu dem Baum und versuche das da einmal. Komm. Vielleicht hat der Baum oben als Geheimnis irgendwie ganz viel Gold, ja. Hat er aber nicht. Ja, aber bei mir muss es halt immer Action sein, weißt du? Also stundenlang jetzt angenommen dasselbe machen. Bei mir. Aus Armor. So. Weiter geht's. Wie Prozent haben wir? Aber was meint er, wenn ich 50% habe, kann ich mir dann schon was und alles echt mal gut rausfische? Meint er, da kann ich mir irgendwas Geiles holen, womit die Arbeit deutlich erleichtert wird? Ich denke mal, das wird es für heute dann gewesen sein. Also, ja, ich sag mal so, erst nachher gemütlich und dann denke ich mal, gehe ich auch ein bisschen ans Privatzocken. Aber ich dachte mir, so eine gute Mischung aus 2 Stunden Real-Life-RPG und 2 Stunden hier Gold Rush sollte genügen. Ja, eigentlich relativ spontan war. Ja, wie gesagt, ich denke mal an den Freitag. Ich mach's immer Freitag fest. Wird dann natürlich ein bisschen mehr kommen. Dann ist auch wieder Wochenende. Und ja. Also, was meint er, wenn ich hier 50% voll habe, wieder und alles gut
und so weiter, kann ich mir doch bestimmt was mega geiles, premiumhaftes holen, oder? So, mach voll, okay. Na gut, dann mach erst voll. Ja, das hatte ich zu spät gelesen, sorry. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar habe ich, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen reingeguckt bei Gold Rush. Beim Sascha. Als er aber schon Bagger und solche Sachen hatte. Ich habe die Anfangsschritte ja komplett übersprungen. Deswegen, das sah recht interessant aus. Da dachte ich, ja gut, von den Entwicklern. Die waren so freundlich, ja. Haben wir das zugesendet. Heute, wie gesagt, noch ein paar Keys für euch. Deswegen, ja, also nicht nur wegen Sascha allgemein. Uns die ganze Gruppe, also die ganze GOR-Gruppe, spielt das jetzt irgendwie. Dachte ich mir, komm, was denn, da muss es eigentlich auch. Und dann schon dann alle. Und ja. Also wieder Gruppenzwang. Haben wir wieder gelernt. Zwang ist normalerweise nicht. Ja. Hier unten. Ein Stückchen hier. Der Übeltäter gefunden. Ich dachte mir, hey, hast du mal wieder ein Spiel, was du so streamen kannst, außer Arma? Ich weiß jetzt ab und zu nicht, was ich streamen soll. Ja, das hoffe ich auch. Ich denke, das würde deutlich mehr Spaß machen. Werde ich gleich mal hinten. Ich weiß nicht, ob ich das in der großen Schüssel das Wasser erneuern muss. Aber ich denke mal, ich mach's einfach mal. Ja, halt. Ja, also man darf ja auch nicht vergessen, Sascha, so meine Community ist ja eigentlich hauptsächlich aufgebaut auf Arma. Und eigentlich ja auch die Streams. wo er stehen geblieben? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ja, unsere Communities, genau. Ja, unsere Communities sind ja hauptsächlich eigentlich auf Arma ausgelegt. Sascha hat jetzt zwar eine gute Kurve bekommen. Auch für Simulation. Sache ist, bei mir zum Beispiel, ich mag ja nur wenig Simulatoren. Also ETS, ATS, sowas ist voll okay. Aber sowas wie Bausimulator, Farming-Simulator und sowas ist halt gar nichts für mich. Das Spiel hier finde ich auch cool. Nach dem Anfang ist gerade ein bisschen nervig. Aber ist nicht so schlimm. Das, was ich gesehen habe, was danach kommt, ist cool. Deswegen, ja. Wenn ich das dann auch mal auf YouTube zeige, mal gucken, was überhaupt was ist. Ich lade ja momentan sowieso relativ wenig hoch. Wenn dann mal was kommt, ja, wirklich nur Arma. Mal gucken, wie das Ganze dann ankommt.
Und jetzt haben wir fast wieder 50%. Können wir doch aufhören, oder Freunde? Nicht? Nee. Ja. Ach ja. The Golden Nugget. Weiter vorhin, Seth. Kommt bestimmt. Reich Millionär und dann kippe ich ihn aus Versehen weg. Oh. Fuck. Mir auch schon bewusst geworden, dass mir das wahrscheinlich sogar passiert, ja. Dann machen wir hier richtig schön den Rand noch sauber, so. Nee, ich glaube nicht. Noch verstehe ich es ja aus Spaß. Ja, wenn ich jetzt hier sitzen würde und weinen würde, dann wäre das eine andere Sache, aber solange ich noch nicht hier sitze und weine. Ich weine wahrscheinlich, wenn ich den großen Nugget dann wegkippe. Ich dann wahrscheinlich nochmal 20 Stunden hier stehen darf, schaufeln darf, dann weine ich wahrscheinlich. Also sonst alles entspannt. Oh, das stimmt, True Story. Danke, dass du sagst. So, ich gehe mal gleich mal zwischen. Ich spreche auch zur Sicherheit nochmal richtig. So. Das hier F5 ist Zwischenspeichern. Seht das dann direkt für den Spielstand? Also geht das, setzt er quasi den oder ist das nur so ein Autosave, aber so nochmal ein externer Slot, den ich schon auswählen kann, wenn ich das Spiel neu laden will. Ah, Quicksave, alles klar. Ah ja, stimmt, Quicksave und Ding, ja. Alles klar. Ist super, dann weißt du das. Würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt mit dem Emma hinten gehe, Feuer halte. Ob ich dann kochendes Wasser habe? Nichts verändert, alles klar. Mal machen könnte, wäre mal mein Auto abduschen hinten unter dem Wasserfall.
Ich finde die Musik im Hintergrund recht entspannt, muss ich sagen. Nicht mal so schlecht. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, nach 200 Stunden hast du bestimmt schon alles voll automatisiert, dass du nur noch so hingehst, wenn du mal Sprit nachfüllst oder solche Sachen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich hatte mir erst überlegt, ich mache eine Sache direkt für YouTube und eins für Twitch. Das Problem ist, ich spoilere mich bei dem anderen jeweils immer. Bedeutet, ja, mache ich Stream was, nicht da weiter als bei mir auf YouTube zum Beispiel, spoilere ich mich ja da wieder. Dann weiß ich ja alles und irgendwo kann man das dann nicht mehr überzeugend rüberbringen, wenn man alles immer vorher weiß. Deswegen. Ah, okay, 10 Stunden, ja, das geht ja. 70% haben wir schon. Also das machen wir auf jeden Fall noch. Einmal waschen komplett, einmal... ne, ihr wisst schon, alles säubern. Und dann gucken wir mal, wie viel Gold wir haben. Ob wir dann auch irgendwas damit machen können. Kurz Autosaven. Schon mal hängen bleiben. Ach, das geht auch, da wo ich schon gemacht habe. Aber bringt das dann noch was? Also da noch irgendwas Sinnvolles drauf, dann kriegt er. Bin dabei, bin dabei. Hier ist es nicht mehr 80, noch 80. Jetzt habe ich es aber. 80% haben wir ja schon, noch 20%. Dann habe ich gehört, kriege ich den mega dicken Gold Nugget. Den kippe ich dann weg und bin traurig und passe das Spiel nie wieder an. Na, ganz so schlimm wäre es nicht. Außer natürlich, der ist so wichtig. Ohne den stehe ich hier echt noch 5 Stunden, dann kann ich. Ups, weggekippt, scheiße.
Schaufel. Ja, einmal will ich 100% hier noch mal erreichen, also 40 Stück. So. Bitte noch 10%. Ja, wenn wir vielleicht mit 10% für. Ne, ich will selber auch die 100% einmal haben. Wie viel der wirklich rausspringt. Neues. Ein noch zweimal, dreimal. 94, okay. Und noch zweimal, dann sind. Okay. Aber ist hier auch nicht anders. Also ist ja trotzdem. Bei mir geht es ja auch noch 4 bis 6. Hier, glaube ich. Ging es jetzt zum Beispiel hoch? Oder wie meinst du das? Mit dem Füllstand? Ah, kommt da noch? Okay, noch ein halbes Ding voll machen, dann ist es voll. Letzte Schaufel. So, jetzt haben wir 100% voll. Machen wir hier Wasserre. Im Mathe Nummer. Ich das alles, ups, einmal packen. Ja. So. Ich nehme. Rüber. Wasser, ja. Machen wir mal neu, frisches Wasser rein. Schön.
Feuer wieder was. Boom, Chakalaka. Dahinter. Scheint irgendwie nichts mehr drin gewesen zu sein. War noch deutlich mehr mal drinne. Ich denke mir, das sollte so passen, oder? Weil da wird ja nichts mehr rauskommen. Außer hat sich nicht mehr verändert von der Farbe her und solche Sachen. Ja. Eben meine ich damit. Upp, die du. Ja, wie jetzt zum Beispiel. Da verändert sich ja auch nichts mehr. Verändert sich ja nichts mehr da drin sein, oder? Ja. Sind sie dir anscheinend noch nicht so. Mal rund. Aber, oder?
Hüppi, dort denke ich mal nichts mehr bei rumkommt. Dreckig geworden komplett. Es ist nur durch die Erde. Ist hier der legendäre Nacke drinne? Nein, scheint aber nichts mehr drin. Und der letzte Eimer. Dann hat sich die so eine Farm schon wieder gelohnt. Ranzi. Das noch nie gesehen. Du hast das größte Goldlange in meinen 40 Jahren als Goldgräber gesehen habe. Ich hoffe, dass es nicht ein Glück ist ohne einen Punkt eingesetzt. Jetzt Dienst zu arbeiten von mir. Von der Einwohner, der schon lange steht. Und vergiss den Bagger nicht. Für den umfangreichen. Ja, gut. Ich habe den jetzt zwar übersehen, den Riesen-Nugget. Und ich habe den echt nicht gesehen. War der so groß? Nein. Der wäre riesig oder so. Mal schnell hier Autosave machen. Kann ich im Moment. Ach so, ich dachte jetzt, ich habe wirklich einen riesen Ding übersehen. So, das wird aber auch hier mit drin, oder ne? Damit. Ist leer, wir schlafen mal kurz. Mal hier Autosave. Ah ja. Ja, habe ich schon gesehen. 40er und Hammer. Ist jetzt die Frage, was wird mich das Ganze kosten, wenn ich das schmelze? Noch schnell wissen. Macht es das Sinn? Ich kann das nicht bezahlen, wenn ich dafür einen kurzen aufnehme. Macht das keinen Sinn? Ich komme hier einfach nicht vorbei. Ach so, solange ich keine Arbeit eingestellt habe, kann ich ins Minus. Ja, dann schmelzt man das auf jeden Fall. Sollte sich ja deutlich lohnen. So, und was ich da eben in der Info gelesen habe, das reicht irgendwie für einen kleinen Bagger und so weiter und für eine automatische Waschdings da oder so. Oh, ey, der bricht aber auch immer aus. Ist ja bestimmt bald der Ferrari erschwinglich. Seht ihr schon kommen.
Genau, das meine ich damit. Die rechts. Hallöchen. Preis. So. Okay. Ja, ich wollte nur mal schnell gucken, was das denn eigentlich so würde. Mal wieder saven. Das vergesse. Hier irgendwas drunter plumpst. Jetzt würde so 39.000 bringen, okay. Oh, fast perfekt, ey. So, wo haben wir denn meine Katze? Alter, ist jetzt nicht passiert, oder? Ein Glück, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, Freunde. Hä? Fuck. Ach da. Okay, ich habe schon das Geld bekommen. 48.200 noch was. Ich dachte gerade, als ich das Ding hier so droppen lassen habe, das ist mein Ende. Das ist mein Ende. Dachte ich, Freunde. Der Tod von Tommy Knoxville. So, jetzt gucken wir noch einmal schnell zum Warehouse hier. Sollen wir ja hier mobile Dings. Also, was sagt denn mein Notizbuch? Was soll ich mir denn jetzt nicht? Da, hier zwar. Viele Waschstation. Wasserpumpe. Mal. Wie lange denn da? Kabelhose. Drei Eimer. Okay. Hier kriegst du schon den her. Okay. Ja, das hört sich interessant an, Freunde. Hier zwei. 48.000, die könnte ich aber auch anders versetzen. Da könnte ich mir einen Dodge Charger und so holen. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Für was ich investiere. Nein, ist natürlich nur ein Joke, Freunde. Aber, ich sagte ja, heute nur bis 19 Uhr ungefähr. Wir haben ja viel geschafft. Und Tier 2, also zweite Stufe quasi, machen wir in der nächsten Folge. Speichert Hammer. Und ja, gehen wir hier auch raus.